Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Wir machen heute zusammen diese leckeren Quarkblunder. Das Grundrezept habe ich von meiner Backbox, habe ich abgeändert. Aber wir fangen jetzt direkt erstmal an mit den Zutaten. Wir benötigen Mehl, Milch, Kaltbutter, Zucker, etwas Butter, so, das wird dann geschmolzen, ein Ei, Prise Salz und Hefe. Die Zubereitung. Wir fangen damit an, was ganz wichtig ist, dass wir den großen Teil an Butter in Stücke schneiden und auf ein Backpapier legen. Dazu schneidet ihr einfach so ein paar dünnere Scheiben und legt diese aneinander auf das Backpapier. So geht es dann gleich leichter, wenn wir es gleichmäßig ausrollen wollen. Und wenn wir soweit fertig sind, kommt ein zweites Backpapier oben drauf. Und das Ganze wird dann zusammen ausgerollt, so dass es dann eine Platte ergibt. Bitte nicht zu dünn werden, weil wir wollen ja natürlich diese Butterplatte erhalten, soweit wie es geht. Denn das sorgt später dazu, dass unsere Blunderstücke schön blättrig werden. Wenn es soweit ausgerollt ist, geben wir das Ganze in den Kühlschrank. Ich packe das hier jetzt schön säuberlich etwas ein und dann darf das erstmal im Kühlschrank eine Runde pausieren. Ja, für den Teig, da brauchen wir auf alle Fälle die Milch. Da bröseln wir jetzt die Hefe rein. Und wenn das reingebröselt ist, geben wir noch, also ich habe da noch ein Stückchen, eine Prise Zucker mit reingegeben. Und dann fangen wir direkt an, dass wir unsere ganzen anderen Zutaten, also das Mehl, die Prise Salz, den Zucker, wie auch die weiche Butter und das Ei in die Rührschüssel geben. Genauso unsere Hefe-Milch-Mischung. Die geben wir auch direkt einmal rein. Und stellen die Maschine direkt an, damit es kneten kann. Wichtig ist, dass es ungefähr 12 Minuten knetet. Nach 2 Minuten sah das schon so aus. Nach 7 Minuten war er schon sehr kompakt. Und nach 12 Minuten war er soweit fertig. Ich lasse gerne Hefeteig ein bisschen länger laufen, das tut dem Teig viel besser. Aber wir machen jetzt keinen typischen Hefeteig, auch wenn hier Hefe drin ist. Wir nehmen hier jetzt unseren Blunderteig einmal raus. Ihr habt schon gesehen, ich habe mir eine bemehlte Schüssel vorbereitet. Kratzt euren Teig schön säuberlich aus der Schüssel. Knetet ihn nochmal kurz mit der Hand. Formt dann eine Kugel, sodass der etwas Spannung hat an der Oberfläche. Und der war super weich, also ihr seht schon, also war echt top. Hätten wir den jetzt aufgehen lassen zum normalen Hefeteig, wir hätten ein Top-Ergebnis gehabt. Genau, jetzt kommt der in unsere Schüssel. Ich wollte euch das noch zeigen, Paulina wollte es direkt in den Kühlschrank legen. Der wird jetzt abgedeckt und so darf er erstmal ruhen im Kühlschrank. In der Zeit kümmern wir uns um die Quarkmasse, dafür benötigen wir das Rezept von meiner Backbox, den Eierlikör, Quark, Zucker und das Ei. Statt Eierlikör könnt ihr auch entweder Orangensaft nehmen, Buttermilch, Vanillesoße oder den Sud von den Aprikosen. So als kleiner Tipp. Und wir geben jetzt einfach den Quark in unsere Schüssel rein und geben dann einfach alle anderen Zutaten nach und nach mit dazu. Das heißt, den Eierlikör, den Zucker und das Ei. Wie gesagt, beim Eierlikör habt ihr noch die Möglichkeit, entweder ihr nehmt Vanillesoße, also eine fertige Vanillesoße einfach aus dem Supermarkt, oder den Saft von den Aprikosen könnt ihr auffangen. Oder Buttermilch, das geht auch. Normale Milch geht auch, also da seid ihr eigentlich recht frei. Wer noch möchte, kann auch ein bisschen Vanille mit reintun. Das habe ich diesmal gelassen, weil ich habe mich fast ganz genau ans Rezept gehalten. Das Einzige, ich habe ein bisschen mehr Süße rein. Jetzt machen wir unsere Milchstreiche. Das machen wir kurz bevor wir unseren Teig nämlich
In den Ofen geben wird das Ganze einmal mit der Milchstreiche bestrichen. Das sorgt für den schönen Glanz. Und so stellen wir das erstmal zur Seite. Genau, unseren Blunderteig habe ich nach 30 Minuten aus dem Kühlschrank genommen. In der Zeit habe ich ja die Quarkfüllung gemacht und die Milchstreiche. Habe das Ganze dann auf Mehl schön ausgerollt. Da versuchen wir jetzt natürlich schön quadratisch praktisch gut zu arbeiten, schön gleichmäßig. Und auf keiner Stelle darf es zu dünn oder zu dick sein, ist halt wichtig. Also ihr dürft da nicht durchgucken können, das wäre nicht so optimal. Und nachdem ich ihn ausgerollt habe, habe ich den an der Oberfläche mit dem Pinsel von dem ganzen Mehl befreit. Das ist auch wichtig, damit die Butter eingearbeitet wird und nicht durch das Mehl wie abgeschirmt wird. Das verfälscht sonst unser Ergebnis und das wollen wir ja nicht. Und dann schlagen wir einfach wie ein Brief unsere Butter darin. Also in unserem Butterblock schlagen wir in den Teig ein. Das seht ihr schon, also jede Ecke so ein bisschen versetzt. Etwas andrücken, das Mehl immer schön gleich wieder abpudern quasi. Und die Butter darf halt nirgendwo rausgucken, das ist auch wichtig. Wie ihr seht, ist das eigentlich schon eine Art fast wie ein Blätterteig, nur dass beim Blätterteig halt keine Hefe mit reinkommt. Und hier ist halt auch nicht erwünscht, dass der Hefeteig sofort aufgeht, erst später. Genau, jetzt tun wir das Ganze nochmal ausrollen, also beziehungsweise etwas länglich, weil wir turnieren jetzt gleich. Das bedeutet, wir schlagen das Ganze ineinander, so erhaltet ihr mehr Schichten. Wie halt beim Blätterteig mit den 1000 Schichten wird er erreicht, indem man den Teig turniert. Genau, immer schön wieder ein bisschen das Mehl ab, nicht zu viel benutzen. Dann habe ich noch einmal in die Länge nach ausgerollt und das Ganze gleich nochmal turniert. Und dann war der mir aber zu weich, also tut mir den Gefallen. Wenn es bei euch auch zu warm sein sollte oder so, gebt dem Teig lieber ein bisschen mehr die Chance, nochmal kalt zu werden, zur Not 10 Minuten Froster oder halt eine halbe Stunde in die Kühlung. Ich hatte ihn eine halbe Stunde im Kühlschrank, ganz normal. Aber 10 Minuten Froster geht auch, dann geht es ein bisschen schneller. Danach geht das nochmal, dass man es wieder ausrollt, das Ganze. Das davor waren die einfachen oder die einfache Tour. Und jetzt machen wir eine doppelte. Das heißt, wir tun beide Enden in die Mitte schlagen, schön gleichmäßig, das ist wichtig. Schön vom Mehl wieder befreien. Und dann wird das zusammen geklappt. Das ist eine doppelte Tour. Und auch hier, ich halte mehr davon, mehr Pausen zu geben, deswegen durfte der Teig ein weitere 30 Minuten ruhen. Ist natürlich kein Muss, wenn ihr sagt, ach nö, der ist noch kalt genug, dann geht das. Könnt ihr direkt weiterarbeiten, aber ich hatte das Gefühl, der musste nochmal gekühlt werden. Dann ging es jetzt ganz mal weiter mit dem Ausrollen. Das schön gleichmäßig, schaut, dass ihr wirklich gleichmäßig ausrollt und nicht irgendwie irgendetwas höher und auf der anderen Seite ein bisschen dünner. Und jetzt seid ihr halt bei der Wahl. Entweder ihr schneidet euch jetzt Kreise aus und aus dem Außenrum macht ihr euch so einen kleinen Kranz. Oder ihr macht es wie ich, dass ihr es gleich in der Mitte einmal teilt und daraus eure Förmchen macht. Jenny und ihr Team empfehlen ebenfalls, den Teig vorzubacken und nicht wie ich. Ich fülle ihn gleich und gebe ihn in den Backofen. Er wird halt knuspriger und höher, wenn man ihn 8 Minuten erstmal so vorbackt und dann füllt. Hier habe ich die Aprikosen noch aus der Box abgeschüttet, damit nicht zu viel Saft drin ist. Und zwischendurch hatte ich dann den Ofen auf 185 Grad Umluft vorgeheizt. Wie gesagt, meine Backbox empfiehlt, dass ihr den Teig jetzt erst soweit zurecht macht. Bei denen, die ich jetzt zuerst mache, wäre das auch am besten gewesen, dass man den erst faltet,
kurz 8 Minuten backt und dann füllt. Also die Füllung wäre dann außen oben drauf gekommen und innen wäre quasi Luft gewesen. Ich habe mich aber dafür entschieden, es so jetzt einzuklappen und dann die Aprikose in die Mitte zu legen. Als wir dann fertig waren mit dem Zusammendrücken, habe ich das Ganze dann mit der Milchstreiche bestrichen. Wie schon am Anfang gesagt, das dient der schöneren Farbe und auch der Knusprigkeit. Also sieht richtig schön dann aus, schön golden und glänzt. So wollen wir das auch haben. Dann sind meine etwas auseinandergegangen, deswegen entscheidet selber, wie ihr es haben wollt, ob ihr erst faltet, vorbackt und dann später obendrauf die Quarkfüllung macht und dann die Aprikosen drauf. Und dann habe ich es halt ganz normal gebacken bei 185 Grad, Umluft und ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ja, bei der zweiten Art habe ich hier so wie kleine Apfeltaschen gemacht. Ich habe die Quarkfüllung reingemacht, habe dann etwas zwei Aprikosen rein, habe bei der längeren Seite eingeschnitten und das umgeklappt und dann oben drauf gelegt. Also umgeklappt und dann habe ich es aufs Backblech gelegt und nochmal mit Milchstreiche eingestrichen und auch dies habe ich dann gebacken. Nach dem Backen sahen die so aus, also ich fand es so auch ganz schick. Das einzigste Nachteil ist halt, dadurch, dass halt die Quarkmasse dann so lange backt, kriegt er halt so kleine Risse, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das Ganze tun wir jetzt mit Marmelade, die ich erhitzt habe, mit etwas Wasser, also so 2 bis 3 Esslöffel Wasser auf 100 Gramm Aprikosenmarmelade, streichen wir damit ein. Also ich habe das Ganze aufgekocht, die Marmelade, und dann das Ganze eingestrichen. Dasselbe habe ich dann bei den zweiten auch gemacht. Und ja, ihr seht schon, ich habe mich hier kreativ etwas ausgelassen. Das eine sieht ein bisschen komisch aus. Aber es soll ja doch jeder machen, wie er möchte. Und der Teig, der ist top und allgemein das Rezept auch. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ihr sehr große Lust auf Blunder habt. Mir einen Daumen nach oben da lasst. Ich hoffe ebenfalls, dass das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, dann schreibt mir das unten rein. Ihr seht ja, nach und nach arbeite ich meine Liste ab, die ihr mir stellt. Und ich freue mich immer drüber, was für euch zu backen, was ihr haben möchtet. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes, erholsames Wochenende. Und wir sehen uns nächsten Freitag beim neuen Rezept wieder. Tschüss!